Saarbrücken ist eine Stadt in der Nähe zu Frankreich. Das prägt natürlich das Leben hier in der Stadt. 2009 sind wir Fair Trade Town geworden, aber die Initiativen gehen schon viele, viele Jahre zurück. Es gab ein sehr bürgerschaftliches Engagement von vielen Vereinen hier, die sich in dem Segment betätigt haben. Und das ist unser ganzer Stolz, weil ohne diese Initiativen die Stadt diese Arbeit gar nicht leisten könnte. Die Fairtrade-Initiative, die gibt es jetzt schon seit 12 Jahren. Und die Aufgabe ist, aufzuklären. Und so ist es als Botschafterprogramm aufgebaut worden. Das heißt, das sind Studierende aus Ländern des Südens, die einfach auf die Menschen zugehen. Da, wo sie lernen, studieren, einkaufen, politische Entscheidungen treffen, um sie einfach für dieses Thema zu gewinnen. Zuerst, das ist eine Repräsentation auch für uns, die aus dem Süden kommen. Wir können erzählen, okay, was die Geschichte dort ist. Und wenn jemand fragt, oh, was ist die Lage der Kaffeebauern in Kolumbien, vielleicht haben wir schon eine Ahnung, worum es geht. Endlich Afrika ist ein Projekt, die versucht, die Leute hier in Deutschland für den Kontinent Afrika zu begeistern. Wir organisieren Reisen. Und zwar nicht in die ganze Afrika, Afrika ist ein Kontinent, sondern nach Burkina Faso, Kenia. Und in Zukunft planen wir auch die Leute nach Kamerun mitzunehmen. Ich sehe meine Arbeit nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Kenia, weil die Leute, die im Fairtrade-System sind, teilweise wissen nicht überhaupt, was fairer Handel ist. Ein bisschen zurückgeben von unseren hier lebenden Menschen in ihre Herkunftsländer. Das ist eigentlich unser Ziel bei dieser Arbeit. Und da wollen wir mit diesem Preis, den wir jetzt auch bekommen haben, ein Stück weit dazu beitragen, dass eine gerechtere Welt auf dieser Basis entwickelt werden kann.